Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Car Mechanic Simulator hier auf meinem Kanal. So, wir haben gestern ja hier angefangen, den Wagen auseinanderzunehmen. Alles soweit repariert, richtig Geld gespart. Ich habe das mal grob überflogen. $4.800 haben wir bis jetzt ausgegeben für neue Teile bzw. auch die Reparaturkosten. Ich habe den Motor schon mal rausgenommen und hier draufgegangen. Ich habe auch schon mal vorsorglich die Kipphebel und die Ventilschlüsselstangen rausgenommen, weil das einfach mit den je 12 Stück einfach mir zu lange dauert. Das ist mir zu nervig. Ich würde sagen, wir schrauben hier den Rest noch auseinander, um ja ganz einfach den Motor hier ein bisschen aufzuhübschen wieder. Ich weiß jetzt allerdings nicht, was man davon noch reparieren kann. Da müssen wir jetzt mal schauen, was wir noch repariert kriegen. Uhrzeiger sind drin, aber gut, okay, hätten auch andersrum drehen können, ist egal. Mal die Ölbanote. Weil wenn wir hier, ich bin mir nicht sicher, was man hiervon alles reparieren kann. Aber wenn wir da noch wiederum wieder Geld sparen können, dann ja, gerne nehme ich. Oh, warte mal, den können wir mit rausnehmen, wir brauchen ihn nicht zu drehen. Ist gut. Alles runter mit dem Mist hier. Ja, ist sonst noch irgendwas Neues vorgefallen? Aktuell nicht, glaube ich, nee. Wie gesagt, Geld haben wir jetzt noch nicht wirklich viel ausgegeben. Wertsteigerung incoming. Würde ich jetzt mal so behaupten. Und dann mit dem Zeug hier. Das dauert auch alles ein bisschen, ne? Oh. Fertig kriegen wir den Wagen diese Folge, denke ich mal, sowieso nicht. Obwohl, wenn das so zügig weitergeht wie gestern, dann vielleicht doch. Außer ich treffe den Scheißkolben mir nicht. So. Na, komm her. So. Dann haben wir das auch. Wie kann ich denn jetzt eigentlich... Ah, so. Okay, schon gut. Frage hat's ja übrig. So, was können wir jetzt reparieren? Oha, ja, komm, gib ihm. Oh ja, moin, direkt kaputt, erster Teil. Irgendwann repariert, sehr schön. Oh, jetzt Zylinderkopf, bitte. Ja, sieht gut aus. Sieht sehr gut aus. Motorblock. Nein! Ah, der ist natürlich krachen gegangen. Ey. Die Läpsch. Aber mal anders Läpsch, ey. Komm, dann wegs Kurbelwelle. Oh ja. Risiko. Jawohl, come on. Die Kipphebel und die Ventilschlüsselstangen konnte ich leider nicht reparieren. 99%. Voll zu leid. Ja, Läpsch, ey. Also ich meine, super, wir haben wieder massenweise Geld gespart. Da sind die ganzen Kipphebel und Ventilschlüsselstangen, die habe ich auch schon neu gekauft. Aber Motorblock, hammerhart Läpsch, ey. Motorblock R6B. Haben wir nicht zufälligerweise noch im Lager, ne? Ein V8 Motorblock hätten wir noch im Lager. Was ist denn hier?
Kurbelwelle. Muss ich mal gucken. War davon nicht welche kaputt? Der erste ist doch, glaube ich, krachen gegangen, ne? Ach ne, Pleuellager, da geht oder was. Aber. Ne, die haben wir alle repariert, alles klar. Brauchen wir nicht. Sehr schön. Ja, ne, so ein Motor, das wüsste ich, glaube ich. Wenn wir so einen Motor hätten. Wir haben hier noch einen Motor. Den müsste ich mal draufschrauben und auch mal reparieren. Aber nicht jetzt. Da haben wir jetzt keine Zeit für. So, da sind die Ventilschlüsselstangen noch drin. Dann, ja. Scheiße. Einmal. Die Kolben und die Kolbenringe kann man nicht reparieren. Das ist auch blöd. 1, 2, 3, 4, 5. 6 Stück. Ja, logisch, das waren 6 Zylinder, ne? 2, 3, 4, 5, 6. So, was machen wir noch? Pleuellagerdeckel brauchen wir noch. Ölfilter. Motorblock hat ihr angeklickt, ne? Ja, ich meine ja. Ja, verdammt, ey, das ist so nervig. Das wäre geil gewesen, wenn wir den gucken, was kostet das Ding, ne? Zeig mal her. Oh, 1278, ey. Fuck. Oh, sorry. Das ist läppisch, ey. Naja gut, bleibt uns nichts anderes übrig, den kaufen wir schon mal. Das ist richtig bitter, ey. Naja, moin. Zu wenig gekauft. Kolbenringe auch noch mal 6 Stück, ey. Ja, das ist, ja, das sind natürlich 1000 Dollar, die irgendwo... ja, dann doch ein bisschen wehtun. Aber was heißt wehtun, aber ist halt dumm, ne? Hätten wir uns sparen können. Na egal. Wir haben soweit alle Teile. Was heißt alle Teile? Moment. Hallo? Aha. Moment. Schmeißen jetzt erstmal. Alles weg, was... Oh, nee, nicht. Bis, keine Ahnung, 30% geht. Okay. Bis, sagen wir mal, 55%, alles weg. So, genau. Dann hole ich mir nämlich jetzt mal alle Teile hier ins Inventar und dann bauen wir den Wagen mal wieder zusammen. Was ich hier hingetan? Kann ich hier irgendwie alles Teil bewegen? Naja, schade. Kann man nicht alles auf einmal übernehmen, ne? Dann müssen wir es eben ganz schnell so machen. Ich labe einfach mal Dünches währenddessen, weil dieses Geklicke einem mit Sicherheit tierisch auf den Sack geht. Und ja, die Felgen kommen auch direkt. Ups, zu schnell. So. Na, habe ich das gut gemacht? So, jetzt hier. Montage von Teilen. Tada. Easy. Immer eine gute Suppe. Ey. Ach nee, da werden wir wieder beim Thema singen, ne? Das hat mir ja gesagt, das lassen wir. Das wollten wir ja nicht. So, aber was ich hier auf jeden Fall will, ist den Kolben da reinschmeißen. Wenn ich die Kurbel will, da. Genau, so. So, bitte einmal rein, danke. Ich bin mal gespannt, was der Wagen am Ende wert ist. Aber ich denke mal, oder ich gehe mal davon aus,
dass wir an dem Wagen gut Plus machen werden. Dadurch, dass wir so viele Teile reparieren konnten, denke ich, haben wir da echt Kohle eingespart und können ein gutes Plus erwirtschaften. Diese Freelance-Arbeit hier, ne? Leute, frage mal in die kleine Community, die wir hier haben. Aktuell ist ja, oder jetzt ab morgen ist ja Gamescom. Oder vielmehr, wenn ihr das Video seht, ab heute. Und passend dazu gibt es größere Elektromarktketten, die gametechnisch Angebote raushaut. Und da habe ich mir das Alltagshelden Bundle geholt. Da ist der Bausimulator drin, der aktuelle, und der Feuerwehrsimulator, der aktuelle drin. Sollen wir da mal was da so quasi reinschmeißen, so als Let's Play, mal gucken, so einen von beiden. Dann würde zwar so aussehen, dass ich dann hingehe und hier Car Mechanic dann jeden zweiten Tag nur noch mache und den jeweiligen anderen Tag. Wieso kann ich da unten den Kraftstofffilter hinsetzen? So der Quatsch. Wäre dann der andere Simulator dran. Was haltet ihr davon? Haut's mal in die Kommentare, würde mich mal interessieren. Können wir da auch nochmal ein Let's Play draus machen. Ich kenne beide Simulatoren nicht, ich habe es auch noch gar nicht ausgepackt. Oder doch ausgepackt schon, auch installiert. Aber noch nicht angespielt. Noch also nicht ein einziges Mal gestartet. Das wäre ein kompletter Kaltstart. Ich weiß auch gar nichts über beide Simulatoren. Ich habe einmal 2 Minuten wie so eine Art Trailer gesehen. Von dem Bausimulator. Aber mehr weiß ich nicht, was mich da erwartet. Wie gesagt, haut es mal in die Kommentare, wenn ihr Bock drauf habt. Machen wir dann ein Let's Play draus. So, Zündschuhe. Ich sträube mich ja gerade so ein bisschen vor den Kipphebel, ne? Weil das halt ewig lange dauert. Weil das so nervig ist. Aber gut, was bleibt mir anderes übrig, ne? Ich muss ja eh einbauen. Machen wir mal ganz schnell hier. Schnelle Welle. Das ist halt immer so dumm, dass ich dann immer hier dieses Anpeilen da nicht hinkriege. Oder nicht so gut, nicht so schnell hinkriege. Muss man so. Geht schon ein wenig besser. So. Das ist jetzt schon wieder drauf gedrückt, das war wieder schlecht. Verdammt. Ja, was die anderen beiden Simulatoren da angeht. Ich denke mal, ich werde mich für einen der beiden dann entscheiden müssen. Weil es für mich sonst zeitlich auch alles ein bisschen eng wird. Ich bin auch berufstätig. Und ja, habe ja auch so noch ein paar andere Sachen dementsprechend zu tun. Aber hätte ich schon Bock drauf, ja. Aber als erstes will ich jetzt erstmal hier Level 30 erreichen. Wir haben ja nicht mehr lange. Einige von euch da draußen sind bestimmt schon, keine Ahnung, ausgelevelt. Aber gut, wie gesagt, ich zocke ja auch abends. Hier mal so eine Stunde oder so maximal, wenn ich noch so ein paar Autos nebenbei hier schnell für ein bisschen Geld zusammenschraube. Und
dann halt die eine Folge. Und das war's auch schon wieder. Da kommt man leider nicht so schnell vorwärts. Ah, egal. Macht trotzdem Spaß. Also mir macht das Game Bock, auf jeden Fall. Ich finde das Game cool. Sieht doch cool realistisch aus, muss ich sagen. So. Wer hat mich beim letzten Mal dran erinnert? Aber ich habe es gerade selber gesehen. Die Klammern. Wenn ich jetzt noch die andere sehen würde, wäre ich noch glücklicher. Ja, nee, geht einfach mal da ran. Kann man hier ran anmeten. So. Gehit doch. Ja, dann haben wir hier auch wieder einen nagelneuen Motor. Ich sag mal so, wenn ich bedenke, was da Geld rausgeschossen wurde für den Jeep-Motor. Autsch! Ich glaube, da wäre auch noch einiges mehr gegangen. Mit dem Reparaturwissen, was ich... Oder... mit dem Reparatur-Skill, den ich jetzt habe. Da hätten wir schon mal richtig Geld sparen können. Aber gut. Ja, Mensch. Oh, halt, hier in Nockenwelle. Der Nockenwelle, die muss ja auch noch rein. Tada. So, kann ich den, wie war das, kann ich den Motor jetzt hier so ziemlich komplett zusammensetzen und dann rein hießen? Ja, kann ich gehen. Probieren wir aus. Was haltet ihr davon, dass das Wetter wieder schöner werden soll? Zu meiner Woche finde ich gut. Solange es keine 30 Grad plus sind. Aber so schöne mittlere 20er Temperaturen finde ich da schon recht entspannt. So, hier. Hast nicht gesehen. Was kriegen wir da noch da dran? Sieht für mich irgendwie so aus, als würde der Benzinfilter. Ist das der Benzinfilter? Ne, der Kraftstofffilter. So in der Luft hängen, wenn ich ihn hier dran mache. Ist aber so irgendwie. Wird aus. So. Alles Teile lieber reparieren oder kaufen. Oh, kleines Geld kaufen können. Tada. Gut, außer Luftfilter und sowas. Ich meine, abgesehen davon, dass dieses Babyblau ist, weiß nicht. Babyblau für den Motor. Wäre jetzt nicht so meins, aber. Sieht schön neu aus. Und das meiste davon ist repariert. Juhu. Du hast keinen passenden Satz. Okay. Wieso habe ich diesen Riemen nicht? Den hätte ich gerne mal auf der Einkaufsliste, weil ich nicht weiß, was es war. Zeig ich mal her. Keilriemen. Ja. Hab ich ja nicht gekauft. Oder wieder verkauft. Man weiß es nicht. 6B. R6B-Typ. Da haben wir ihn doch. So, Leute. Rein damit. Habe ich den bestimmt auch noch nicht gekauft, oder? Na doch, den habe ich. Guck an. Den haben wir. Hab ich den einen anscheinend nur vergessen. So.
Damit dürfte doch der Motor weitestgehend komplett sein. Was? Kriegst du jetzt hier? Moment. Entfernen muss ich. Genau, das wollte ich. Dann brauchen wir den Motorkran. Und dann hängen wir das gute Stück mal wieder ein. Montieren. Ja, bitteschön. Und weil, ne, wegen Ordnung, haben wir das Ding direkt wieder rein. Nice. Ah, Leute, das sieht doch schnieker aus wieder, oder? Würde ich sagen. Jetzt basteln wir hier den ganzen Schrott wieder rein. Was so repariert und neu gekauft? Habe ich eine neue Batterie gekauft? Ja. Sehr schön. Drin. Kommt hier noch irgendwas? Das ist von unten alles. Ja. Das sieht doch gut aus. Jetzt mal gucken wir mal aus dem Regierungs. Na, guck mal, das ist jetzt 23.000 wert. Ich hatte eben 67.000, 3.000 haben wir nochmal ausgegeben, Rundebord. Sagen wir mal, wir haben jetzt so rund 8.000 in den Wagen gesteckt. Pi mal dick Daumen. Also 30 muss er mindestens wert sein. Ja, schauen wir doch mal. Mit jedem Teil, was wir da mehr dran basteln, glaube ich, wird der teurer. Aber sehen wir gleich. Hier, Gummilager. Ich glaube, von denen muss ich mal langsam wieder. Hier, Lenkgetriebe und sowas. Das sind zum Beispiel Teile, die wir gestern schön reparieren konnten. Was richtig, richtig Geld gespart hat. Und wir lieben es, alle Geld zu sparen. Das ist alles hier so nah. Das geht mir wieder schon hart auf den Arsch. Ich möchte hier erstmal einbauen. Dankeschön. Von denen brauche ich, von den kleinen brauchen. Nee, das ist gut, wieder mehr hoch. Da müssten wir, glaube ich, mal wieder neue kaufen. Da müssen wir, glaube ich, mal langsam wieder neue haben. So. Spurkopf noch rein. Auf jeden Fall noch welche von haben. Die werde ich nachher holen. Nach der Folge werde ich noch welche kaufen von. Ladendeckel drauf. Weil. Aktuell würde ich sagen, ist die Folge zu Ende, nur halt. Jetzt will ich den Wagen noch eben schnell fertig machen. Nein, Felge noch nicht. Das machen wir jetzt noch schnell zu Ende hier. Achso. Wenn ich nicht so lange brauchen würde, für die Auswahl hier machen. Halt, Mann. Ach Mann. Komm. Es hat doch nicht mehr gereicht. Einen brauchen wir, glaube ich, nicht so viele, ne?
Rainer mit Freunde der Sonne. Alles neu. Boah, hoffentlich bringt der Wagen richtig Kohle. Ich würde mich freuen. Ach nee. Ich will am Singen. Das geht immer ja. Komm, schau schneller. Ich wurde im Wagen jetzt hier fertig von. So. Grad Lager rein. Labendeckel rein. Bremse drauf. Ich würde sagen, jetzt kann man die Waffe machen. Absolut neue Reifen auf. Sehr schön. Haben wir sonst noch irgendwas vergessen? Okay. Ah ja, doch. Da fällt mir doch gerade was auf. Zum Getriebe steht im Wagen eigentlich immer ganz gut. Munkelt man. So, jetzt hält man sich so auf der Straße, dass so ein Getriebe an einem Auto immer Vorteil hat. Aber pssst. Ist nicht offiziell. So. Letzte Reifen. Sehr schön, ich glaube, wir haben den Wagen fertig. Außer noch Öl rein. Und dann können wir den Wagen wieder verkaufen. Oder behalten wir doch. Nein, wir verkaufen ihn. Was wollte ich also? Öl. Ach, jetzt geht das schon wieder nicht. Nervt mich doch nicht. Voll schlupfrecht. So, was sagt der Ölstand? Der Ölstand sagt Premium. Leute, ich glaube, wir haben den Wagen fertig. So, alles auf 100%. Ne, Technikzustand 99%. Hallo, warum dann nur 99%? Was ist da los? Daran kann es liegen. Der Wagen hat keinen Anlasser. Warum hat der Wagen keinen Anlasser? Tada. Mach mal auf. Alter, sieht das geil aus. 32.000 ist er wert. Und wir kriegen eine Restaurierungsprämie von 6.500. Ein bisschen ernüchternd gerade, deswegen stocke ich gerade so ganz kurz, weil 32.600, okay. Wir haben 22.700 bezahlt. Ich habe rund 8.000 an Reparaturen reingesteckt. Jo. Das war gerade 2.000 plus. Ich meine, gut, die Restaurierungsprämie noch, da sind wir bei 8,5 plus, aber. Okay, habe ich jetzt ein bisschen. Mit ein bisschen mehr gerechnet. Und ey, hey, hallo, 258.000 Kilometer schon? Stimmt nicht. Ist neu. Null. Null Kilometer. Ja, okay. Egal. Er ist bereit zum Verkaufen. Wie kann man das eigentlich? Einkaufsinventar. Ah, hier unten. Fahrzeug verkaufen. Das machen wir jetzt aber noch nicht. Das machen wir in der nächsten Folge.
Weil ich will den Wagen noch zumindest mal Probe fahren. Und ja, wie gesagt, dann schauen wir mal. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ja, lasst gerne mal, wie gesagt, Kommentar da, ob wir das mit einem weiteren Let's Play noch machen sollen. Wie gesagt, ich habe den Bausimulator und den Feuerwehrsimulator noch dazu bekommen. Und ja, würde mich mal interessieren, was ihr darüber denkt. Ansonsten wünsche ich euch schon einen schönen Tag, Abend, Morgen, je nachdem, wann ihr das Video guckt. Bis dahin. Ciao, ciao.